Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Kaczula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Und hier sind 10 Plätze. Also kommt, erste Reihe, super Plätze noch zu vergeben. Wir brauchen das Publikum ganz vorne. Kommt her. Ja, heute Abend sind wir hier, um mit unserem Partner Jung, Sie sind Partner des DRM, des DRM-Preises und Sie waren auch unsere Partner bei der Biennale. Das war ein sehr schönes Erlebnis, was Sie seither wiederholen mit den jeweiligen Kuratoren der Architekturbiennale, zum Beispiel nächste Woche. Und wir machen den Preis seit 6 Jahren zusammen und wir haben da einiges geändert. Wir haben zum Beispiel eine ziemlich große Nominierungsquote von 100 Projekten, die wir der Jury vorlegen und dann kommen 25 raus für die Shortlist. Das heißt, es gibt auch für die Macher von Jung genug Material, neue Büros zu finden und die wir dann zum Beispiel heute hier vorstellen werden oder in Stuttgart letzte Woche oder in all den anderen Daten, die ihr vorne gesehen habt. Das ist sehr schön, die Zusammenarbeit befruchtet sich also gegenseitig, das ist wunderbar und die Firma Jung ist natürlich interessiert an Ihnen allen und verkauft Ihnen gleich auch Steckdosen. Wahrscheinlich liegt schon eine direkt unterm Stuhl und auf jeden Fall sind Sie sehr eng dran an der Architektenszene, an den Machern, an den Projektleitern und das wirkt sich ja dann schließlich indirekt aus. Und solange das auch so gut funktioniert, werden wir weiterhin viel für die Baukultur tun können zusammen. Und ich glaube, bevor wir hier ins Programm steigen, wird Wiebke Becker uns einiges noch erzählen. Komm zu mir. Sie muss ans Mikro. Vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Abend, verehrte Gäste, liebes Publikum und auch herzlich willkommen, liebe Gäste zu Hause an den Bildschirmen. Das ist schon Wahnsinn, jetzt hier oben stehen zu dürfen, in diesen Saal zu schauen und der so unglaublich voll ist. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns über viele bekannte Gesichter, aber auch neue. Herzlich willkommen. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung und darf Sie hier vor Ort in der Jugendkulturkirche St. Peter in Frankfurt ganz herzlich willkommen heißen. Und Peter hat schon gesagt, wir verkaufen auch Schalter und Steckdosen, da kommen wir später noch zu, aber wir widmen uns auch der Baukultur. Und in diesem Jahr dürfen wir bereits das 14. Mal zu Gast in Frankfurt sein und daher freuen meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich uns sehr, Sie an diesem besonderen Ort auch wieder begrüßen zu dürfen. Und später stoßen wir bei einem Glas Wein ein und Sie brauchen auch nicht nach Hause gehen, weil Sie Hunger haben, denn auch für die Speisen ist dann gesorgt. Ich möchte Ihnen aber vorab jetzt gerne unser Team vorstellen, damit Sie vielleicht, wenn Sie später Fragen haben, und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere da tatsächlich kommt, dann auch wissen, an wen Sie sich vertrauensvoll wenden dürfen. Und wir haben einmal hier aus der Region meinen lieben Kollegen Jan Lange. Jan, wo bist du denn? Kannst du einmal aufstehen? Ich sehe dich nicht. Wahrscheinlich ist er noch draußen und begrüßt weitere Gäste. Michael Teubner. Auch noch draußen, schade. Dominik Eber, jetzt aber, da hinten ist Dominik Eber. Das sind die Kollegen aus der Region. Viele haben Jan und den Michael vorne schon gesehen. Wir haben aber noch mehr Kolleginnen und Kollegen dabei. Das ist die Anna Sebizek. Anna, da hinten auch, ganz hinten. Wir haben die Nicole Heppner dabei. Nicole. Diane Slavic. Diane? Diane ist auch noch draußen. Okay, also wir haben echt viel zu tun. Sie merken das. Katharina Beatrice Wager. Da ist sie. Uwe Bresan. Und Werner Lengsfeld. Werner. Und hier vorne mein Kollegen Dennis Turgut. Der heutige Abend steht unter dem Motto Bedeutende Frühwerke, bei dem wir junge Architekten und Architektinnen aus der Shortlist des DRM-Preises
vorstellen. Und Peter Katschula-Schmal hat es gerade schon gesagt, seit vielen Jahren verbindet Jung mit dem Deutschen Architekturmuseum im Rahmen des DRM-Preises eine enge Zusammenarbeit. Und warum wir das tun? Weil uns die dringenden Fragen am Puls der Zeit interessieren und weil wir aus den gewonnenen Einblicken und den Dialogen lernen, die Perspektive auch zu wechseln und Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Und dazu passt der heutige Abend perfekt. Und begrüßen Sie jetzt mit mir Tobias Hönig und Markus Rampel vom Berliner Büro CO Now. Herzlich willkommen. Nee, es geht noch weiter. Ich habe noch einen Moment. Ihr könnt noch nicht anfangen. Kleinen Moment. Ich habe noch den Werbeblock. Martin Pastoris und Johann Simons von Pastori Simons aus Berlin. Auch herzlich willkommen. Sowie Stefanie Hirschvogel aus Schongau. Schön, dass du da bist. Und herzlichen Dank an dieser Stelle auch euch schon mal als Referentinnen und Referenten des heutigen Abends. Dankeschön. Jung ist eine Architektenmarke. Auch deshalb fördern wir den Austausch mit der Disziplin. Und das beginnt bei den heutigen Veranstaltungen wie den Jungen Architekturgesprächen und setzt sich fort in zahlreichen Aktivitäten wie unserer Podcast-Reihe, den Lectures, in Webinaren und Referenzprojekten sowie zahllose Kooperationen, die wir national und auch international pflegen. Und um diesem vielfältigen Engagement einen Ausdruck zu verleihen, dafür steht Jung Loves Architecture. Und das haben Sie vielleicht schon mal auch kennengelernt. Wenn nicht, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, uns da zu folgen, denn dann halten wir Sie über alle Veranstaltungen auf dem Laufenden und da gibt es ganz viele tolle neue Dinge. Schauen Sie da mal gerne rein, das lohnt sich. Wir ordnen es bei Jung als unsere Unternehmenskultur und Verantwortung ein, Architektur und auch Baukultur zu unterstützen und positiv zu prägen. Denn nur durch wertige und ästhetische Materialien und Produkte und auch wenn sie noch so klein sind wie ein Schalter, kann eine architektonische Lösung umgesetzt werden. Und Architekten und Architektinnen stehen mit Leidenschaft für ihre Ideen und auch deren Umsetzung und genau das teilen wir auch bei Jung. Und im Dialog mit Ihnen und mit euch geht es uns auch darum, unser Wissen und unsere Lösungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und so wie Sie dies in Ihren Projekten tun, entwickeln auch wir uns bzw. unsere Lösungen ständig weiter. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Ihnen hierzu unser neues System Jung Home kurz vorstellen darf. Das ist als Missing Link zu sehen zwischen klassischer Installation und der Gebäudeautomation. Und das Beste daran ist, dass jeder Fachhandwerker es installieren kann und das sind in Deutschland ungefähr 500.000 Personen. Und das Schalten von damals hat sich in den letzten 100 Jahren eigentlich gar nicht so wesentlich verändert. Es gibt aber einen gemeinsamen Nenner dafür und das ist der Strom. Aber ohne Strom funktioniert auch nichts und das wird uns meistens gar nicht so bewusst, aber kein Licht, keine Heizung und auch keine Wärmepumpe funktionieren ohne Strom. Und wenn wir uns jetzt mal den Bestand anschauen, dann haben wir aktuell 19,3 Millionen Gebäude, Wohnimmobilien im Bestand. Und diese Gebäude befinden sich, wenn es den elektrischen Standard angeht, meistens auf dem Stand von vor 1970. Also es sind dumme Gebäude. Es gab damals ja auch noch kein Internet. Und das Gleiche gilt auch häufig für die Quartiere, die in der Regel nicht vernetzt sind. Aber da stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Der Verbrauch von Energie, der wird uns meistens bewusst am Ende des Jahres, wenn händisch der Stromzähler abgelesen wird und im Anschluss wir die Rechnung für den Stromverbrauch bekommen. Ja, und um das alles zu ändern, ist einfach wahnsinnig viel Geld notwendig. Und wenn wir uns die Themen der Klimaneutralität oder auch CO2-Minimierung anschauen, dann geht es darum, Gebäude zukunftsfähig zu machen. Und die Frage stellt sich, in welchem Zeitraum soll denn das eigentlich erfolgen? Ein weiterer Aspekt kommt dazu, das ist nämlich der Fachkräftemangel. Das kennen Sie vielleicht aus dem einen oder anderen Projekt genauso gut wie wir auch. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn die Lösung dafür? Denn das Handeln von Menschen zu verändern, das ist unglaublich schwer.
Also muss eine Lösung einfach sein, denn sonst packt ein Fachhandwerker das auch nur ungern an. Und Fortschritt ist der Weg von der primitiven über die komplizierte zur einfachen Lösung. Und jetzt haben wir da die Steckdose. Jeder Fachhandwerker kann Schalter und Steckdosen installieren. Und heute haben wir noch 90% der Installationen, die tatsächlich konventionell ausgeführt werden. Die Planung erfolgt frühzeitig anhand von Grundrissen. Das kennen Sie alle aus Ihrem täglichen Dasein. Und damit ein Gebäude aber intelligent, sicher und vor allem auch energieeffizient ist, muss es vernetzt sein. Die Herausforderung lautet, Bestandsimmobilien mit vorhandenen Leitungen und Installationen zu smartifizieren. Denn in jedem Kabel befindet sich ja bereits, in jedem Haus befindet sich ja bereits ein Kabel. Und dann stellt sich die Frage, wie kann das gelingen? Sie kennen alle mechanische Schalter. Die werden ganz einfach ausgetauscht gegen einen Systemeinsatz, also einen elektronischen Schalter. Und es ändert sich hier nichts, denn sobald die Abdeckung drauf ist, funktioniert der Taster ganz normal mechanisch, so wie Sie das alle gewohnt sind und alle kennen. Und Jung Home ist die digitale Infrastruktur für den Bestand. Es muss nämlich keine neue Installation gelernt werden. Die Systemeinsätze werden wie gewohnt montiert. Alles wird ganz klassisch geplant, verkabelt und auch installiert. Die Abdeckungen werden einfach aufgesetzt und schon ist es sofort mechanisch zu nutzen. Systemeinsätze und auch die Aufsätze sowie Steckdosen, die das Zuhause ganz ohne Server und Internetverbindung smart und sicher machen. Das Ganze erfolgt über Bluetooth Mesh. Sie kennen Bluetooth aus dem Auto, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo sich Ihr Endgerät, Smartphone mit dem Navigationssystem verbindet. Bei Bluetooth Mesh ist es so, dass sich die Komponenten miteinander verbinden. Das Ganze ist mit 128-Bit verschlüsselt, das heißt, das entspricht dem Bankenstandard, ist also sehr, sehr sicher. Das System funktioniert lokal mit der App, für die Inbetriebnahme wird lediglich ein Smartphone benötigt. Lass uns noch mal einen Blick auf die intelligente Steckdose werfen. Die ist ausgestattet mit einer Energieverbrauchsmessung, last- oder zeitabhängiger Schaltung und kann auch tarifabhängig geschaltet werden. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, wird aber ganz sicher auch kommen. Dazu gibt es die Taster, die im Kabel gebunden sind, beziehungsweise die Steckdose, Entschuldigung, wird über die App geschaltet über den Taster oder eben an der Steckdose direkt und kann auch mit Zeitprogramm und Timerfunktion hinterlegt werden. Es gibt smarte Raumthermostate für sämtliche Heizungsvarianten und natürlich kabelgebundene Taster, aber auch kabellose, denn wenn an Stellen zum Beispiel noch keine Leitung verlegt ist, können Sie dort einen Taster einfach aufkleben. Und die Jung Home Tasten werden hier ganz einfach gelegt, das ist das Schöne an der App. Sie sehen das hier gerade, wie die Steckdose dann über den Taster geschaltet werden kann. Dazu gibt es smarte Bewegungsmelder und natürlich auch Präsenzmelder, wo Sie den Erfassungsradius verstellen können, auch ganz einfach über die App. Und wenn Sie in die Sprachsteuerung möchten, ist das natürlich auch möglich. Dafür gibt es ein smartes Gateway, was Ihnen dann den Weg in die IoT-Welt eröffnet. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann sprechen Sie gerne meine Kollegin oder meine Kollegen im Nachgang an, denn die können Ihnen dazu noch viel mehr sagen oder auch wenn Sie wissen möchten, was das Ganze kostet. Und ich denke, ich spreche jetzt für alle Anwesenden, wenn ich sage, wie wichtig es für uns alle ist, neue Impulse und Inspirationen für unseren jeweiligen Job zu bekommen und welchen großen Wert auch Netzwerke haben, sowohl das berufliche wie auch das persönliche. Und ich möchte Sie auch ermutigen, wenn Sie hier noch den einen oder anderen nicht kennen, sprechen Sie sich untereinander an, um auch hier heute Abend Ihr Netzwerk zu erweitern. Und ich bin ganz sicher, dass da ganz wertvolle Begegnungen bei entstehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die für das Gelingen hier beitragen, die nämlich hinter den Kulissen
für uns ganz stark tätig sind. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Nun geht's aber weiter und los mit der Inspiration und ich übergebe die Moderation an Peter Katschula-Schmal, der uns durch den weiteren Abend führen wird. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Wiebke. Und nun fangen wir an mit dem ersten Team. Wir haben drei Teams hier, drei junge Architekturbüros. Fangen wir mit dem ersten an. Die nennen sich CEO Now aus Berlin. Und wir haben zwei der Chefs da, Tobias Hönig und Markus Rampel. Ich fange mal mit Tobias an. Geboren 1980 in Amberg, studierte in Regensburg und in Nürnberg, was ich sehr interessant finde. Das werden wir nämlich häufiger hören, ist seit kurzem auch Professor in Siegen, hat gelehrt an verschiedensten Hochschulen. Markus Rampel ist Österreicher, kommt aus Reit im Alpbachtal, 85 geboren, studierte in Innsbruck, war dort bei Bad Lotzma am Theorielehrstuhl und arbeitete bei Muck-Petzet und Brandelhuber. Sie sind ein Kollektiv von 7 Personen, gegründet vor 5 Jahren, zusammen mit Andriana Iwander, und ihr Erstlingswerk, das zeigen wir heute, nennt sich Where the Wild Morals Grow. Im Speckgürtel von Berlin in Schmergow ist er entstanden von 17 bis 22. Das ist ein kleiner Ort in Brandenburg. Und die Geschichte werden Sie uns gleich erzählen. Tobias und Markus, bitte auf die Bühne. Ah ja, das ist Katastrophe. Wir sind verkabelt, glaube ich. Gehen wir besser mit dem Mikrofon weg. Also danke, Peter, für den Steilpass. Also wir sind kein Kollektiv tatsächlich. Also wir versuchen, eine kollektive Praxis im Büro zu haben. Wie man sieht, hier sind wir 5. Das liegt ein bisschen dran, dass die Fotos, die seit wir zu 6 sind, auch nicht so vorzeigbar sind. Aber wir sind tatsächlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt keine Rechtsform für das Kollektiv. Und das hat tatsächlich auf die Art und Weise, wie man arbeitet, auch Auswirkungen. Ja, bedeutende Frühwerke, ein wahnsinnig großer Begriff, der im Raum steht, der uns auch ziemlich beschäftigt hat im Vorfeld der Veranstaltung heute. Wir haben uns so gefragt, bedeutende Frühwerke, also wann kommt das Mittelwerk, wird es ein Spätwerk geben? Und haben wir so ein bisschen geguckt irgendwie. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Kunstgeschichte kommt, würde ich mal sagen. Also wenn man so retrospektiv wirklich auf ein Werk zurückblicken kann. Und jetzt nicht, weil wir uns vielleicht da irgendwie in eine Reihe stellen wollen, aber wir haben dann nochmal bei Corbusier geguckt. Es ist ein erstes Haus mit 18, dann mit 35, das bedeutende Frühwerk, der Schritt in die Moderne. Und ja, das sind so Alterszahlen irgendwie, die uns auch ein bisschen beschäftigen. Steht auch immer der Begriff des jungen Büros, der jungen Architektinnen im Raum. Und das ist so eine Folie, die ist mittlerweile ein bisschen älter. Das ist quasi rausgenommen aus der Architese, die damals ein Heft über die junge Avantgarde in Bayern gemacht hat. Das waren damals Peter Heimerl, der 57 war, Andreas Hild mit 57 und Muck Petzet mit 54. Und das sehr geschätzte Kollegen, Markus hat ja auch bei Muck gearbeitet. Peter kennen wir auch ganz gut. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass man bis Mitte der 50er noch als junge Avantgarde zählen kann. Das ist noch so ein bisschen Zeit. Ja. Und dann mal so ein bisschen die Frage, wann dann das Mittel- und das Spätwerk kommen. Bei uns sind es tatsächlich momentan 6 Personen im Büro, paritätisch, 3 Frauen, 3 Männer. Bald sind wir zu 7, dann hängt der Durchschnitt wieder ein bisschen. Wir haben das Durchschnittsalter von 37, ist eigentlich auch noch nicht so schlecht. Also wir haben noch ein bisschen bis in die Mitte 50. Aber man merkt schon, dass unser Frühwerk so ein bisschen anders aussieht als bei Le Corbusier. Viele temporäre Bauten, viel im Kontext von Kunst- und Kulturveranstaltungen in Berlin, Sachen, die 1-2 Monate stehen, dann vielleicht leicht abstruse Projekte oberhalb des Polarkreises, wo jede Schraube, jedes Holzbrett, das man verbaut, auf Flößern in den Fjord gefahren werden muss, um am Ende dann eine kleine
Nasseinheit an einen bestehenden Hof hinzubringen, bis hin dann zu Projekten im Senegal, die komplett über WhatsApp laufen und wo wir tatsächlich noch nie das Gebäude dann gesehen haben und auch nicht also auf Überraschungen vorbereitet waren, wie das genug Ziegel da sind und der Bautrupp noch eine Woche Zeit hat und einfach ein Geschoss mehr drauf baut. Ja, da sieht man das so ein bisschen, Cohabitation ist vielleicht auch ein Stichwort, das da reinkommt. Ja, und letztlich sind wir natürlich heute eingeladen, wie die beiden anderen Büros auch, für ein Projekt, das bei der 2022 Ausgabe des DAM-Preises nominiert war, worüber wir uns wahnsinnig gefreut haben. Und das ist dann tatsächlich auch noch auf die Shortlist geschiftet. Das war so ein ganz abstruser Moment für uns. Also zum einen haben wir uns natürlich gefreut über anderen jungen Büros wie Amund aus Stuttgart respektive Aachen zu stehen. Aber es ist auch ein bisschen ein abstruser Moment, wenn man gerade mehr oder weniger aus der Corona-Phase kommt. Also man kann sagen, dass wir am Ende der Pandemie mal so einen Tag hätten, wo es das erste Bier morgens um 9 gibt und wir uns ganz lang darüber unterhalten haben, ob man den Laden nicht einfach zusperrt. Und dann, wenn es auch nur eine Webseite ist, ist man plötzlich neben David Chipperfield. So, ganz nett. Aber bedeutende Frühwerk, ja, ist es jetzt ein bedeutendes Frühwerk? Also, der vielleicht so vorneweg für das Projekt, Markus wird gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, aber für das Projekt gab es Blaupausen. Und das sind vielleicht eher die bedeutenden Frühwerke. Und die kann man, da kann man ganz kurz drauf gucken. Also ohne das Konzept jetzt schon vorwegzunehmen, es geht um Haus-im-Haus-Prinzip, es geht um eine Trennung von Klimaschichten und das haben wir natürlich nicht erfunden, sondern das haben wir uns ganz klar abgeguckt von französischen ArchitektInnen, die in den 70ern und 80ern da die ersten Versuche gemacht haben. La Quatre-Vassal, glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen. Da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, da muss man vielleicht auch jetzt nicht so ins Detail gehen. Und unsere konkrete Vorlage war das Projekt hier, das ist das Haus unseres Freundes Christian in Berlin-Wedding, ich glaube 2011 oder 2012 hat er sich das gebaut. 2011, das ist tatsächlich das Gewächshaus, das La Quatre-Vassal auch benutzen. Und ein denkbar einfaches Konzept auch in dem Fall. Ich verstehe es bis heute nicht so ganz. Es gibt da zwei beheizbare Kerne. Also man muss vom Schlafzimmer morgens durch den Kaltraum auf die Toilette. Das ist vielleicht nicht so ganz schlau. Aber es gibt da auch eine Klimaschichtung. Und die Klimaschichtung haben wir uns eigentlich auch zu eigen gemacht für unser Projekt, über das Markus jetzt. Genau, und das ist jetzt quasi unser erstes Werk, das man dann auch eingereicht hat als erstes Haus. Weil wie Tobias zuerst eingeführt hat, für junge Büros eigentlich zuerst, speziell in Berlin jetzt, also aus unserer Erfahrung, wir werden noch ein anderes Berliner Büro dann hören, vielleicht andere Erfahrungen, aber wir uns zuerst natürlich sehr viel mit temporären Bauten beschäftigt haben, sehr viel kleine Sachen gemacht haben, aber natürlich auch wie mit diesem Haus zum Beispiel oder mit diesem Sauna-WC-Anbau in Norwegen, schon eine Strategie kennengelernt haben oder auch dann später bei dem Haus im Senegal, wie man mit Architektur umgehen kann. Und das war jetzt so eine weitergeleitete E-Mail aus einem der alten Büros, in denen wir gearbeitet haben. Die haben die Anfrage ein bisschen abstrus gefunden, quasi bau mir ein Haus, 120, 130 Quadratmeter Nutzfläche für 180.000 Euro, weil ich habe damit gesehen, man kann das quasi in so einem Rohbeton-Ding ganz einfach machen. Wir haben uns dann damit beschäftigt, das immer quasi kennt jeder ja, durch die Baukosten Wurstmaschine durchtrieben oder durch den Fleischwolf, sagen wir so. Und raus kam dann so, dass wir sagen, okay, wir hätten eine Option, 70 Quadratmeter Wohnfläche in super schicken oder auch ein bisschen rotzigen Sichtbeton zu bauen, oder wir haben uns dazu mal ganz viel damit beschäftigt, weil, wie Tobias gesagt hat, das war das Corona-Loch, wir hatten viel Zeit auch. Wir haben uns mit auf eBay Kleinanzeigen mit alten Reitställen oder Reithallen, die man kaufen kann, beschäftigt und haben denen dann einen Vorschlag gemacht, okay, wir können 70 Quadratmeter Sichtbetonhaus bauen oder wir bauen die größtmögliche Halle, die kaufen wir auf eBay,
ist dann ein bisschen anders geworden, weil auch nicht so einfach. Und bauen dann quasi um so schätzungsweise 70.000, 80.000 Euro eine Halle, eine Klimahülle. Da gibt es gute Beispiele, wie eben Tobias gesagt hat. Und bauen dann mit dem Rest von dem Geld drinnen nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Wohnkuben. Geworden sind es dann quasi 90 Quadratmeter beheizbare Fläche. Und wie gesagt, das war alles so eine Idee und so ein Gedanke, den die Bauherren dann mitgegangen sind. Dann eben sind wir draufgekommen, ist gar nicht so einfach, eine Stahlhalle irgendwo zu kaufen, weil man muss dann auch den Handwerkern erklären, dass man was mit dieser Halle machen kann. Dann kommt man in so Gefilde rein, Haftungen, Gewährleistungen und. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen, ist ein ganz interessantes Thema. Wir haben uns dann nach langem haben wir einen Baumeister dann gefunden, der dann keine Stahlhalle gebaut hat, sondern gesagt hat, okay, ich habe einen Zimmermann, der kann eine Systemhalle euch bauen und dann eindecken. Das sieht man jetzt so schon im weiteren Bau quasi diese schützende Hülle, die auch wegen Corona, also zuerst wäre geplant gewesen, die gesamte Hülle fertig zu bauen, dann das Haus unten quasi wettergeschützt aufzumauern, was den Vorteil hat, dass man sich diese ganzen komplizierten und teuren Anschlussdetails spart. Also ich muss mich nicht mehr darum kümmern, Abdichtungen, bla 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 bla. So, das war der Gedanke, hat auch irgendwie halbwegs gut funktioniert. Man sieht da, man hat da ein bisschen während Corona dann ein bisschen hin und her jonglieren müssen. Es war dann das Dach da, also das... Das ist jetzt noch einmal die Halle von draußen, also sie hat große Öffnungen, ist eigentlich so eine, wie Peter schon eingeführt hat, eigentlich eine ländliche Gegend, also die kennen diese Hallen, aber alle in zweiter Reihe landwirtschaftliche Nutzgebäude oder maximal noch eine Sporthalle oder so ein Feuerwehrhaus, mit dem es auch immer wieder verglichen worden ist. Das sieht man jetzt, wie das quasi in dieser Siedlung dann steht, am Kopf von so einer Siedlung, und man sieht auch diese quasi Straße, die da so rumführt, die ist stark befahren. Das Grundstück ist quasi eigentlich ziemlich groß, 1000 irgendwas Quadratmeter, relativ günstig geschossen. Aber natürlich auch, man ist so in einem neuen Dorf, in quasi in einem lauten Umfeld, weil da ist gleich eine Deponie daneben. Deshalb war auch dieses Konzept, so eine Hülle, eine schützende zu bauen und dann das Haus drinnen weiterzubauen. Das sieht man jetzt während der Bauphase von einem anderen Baufeld drüben. Und da sieht man eigentlich so den, also als eigentlich das Bild, mit, das den Grundgedanken am besten zeigt. Also wir haben da quasi diese wetterfeste Hülle. Oben gibt es so Dämmpaneele, die Seitenwände sind nicht gedämmt. Dann hat man viel Lichtpaneele, weil man natürlich auch, es funktioniert, genug Licht reinbringen muss. Und dann hat man da innen angefangen, also quasi nur eine monolithische, für uns eigentlich in unserem Gedanken unverputzte Ziegelkonstruktion mit dann aufgesetztem ganz einfachen Holzständerbau. Da sieht man aber dann schon ein bisschen, wie das irgendwann geschiftet ist. Wir haben das den Bauherren verkauft als ein Weiterbauhaus, Selbstbauhaus. Und zu unserer Überraschung haben die das irgendwie schneller verstanden, diesen Gedanken, als wir selber. Die haben dann einfach on the fly angefangen und gesagt, okay, die Showfassade, die muss zumindest verputzt sein. Das hat auch mein Nachbar, also mache ich das auch. Und so quasi haben sich die immer weiter jetzt da in dieses Ding reingefressen. Und da sieht man unsere Fotografin, Sarah Pfeiffer, wie es dann schon fertig war. Man sieht auch, es ist noch immer nicht alles fertig. Und es gibt da das Fertigstellungsdatum 2022, das ist aber quasi das Einzugsdatum, weil dieses Haus quasi von den Bauherren oder von der Auftraggeberinnen immer weiter kontinuierlich weitergebaut wird. Also die können das bis zu 400 Quadratmeter Wohnnutzfläche ausbauen. Und die machen das auch. Also ja, wir hatten zuerst so ein bisschen ein Problem mit diesen großen Schiebeduren, dass die keiner bauen wollte, weil auch wieder Haftungsfrage, da gibt es kleine Kinder, es will kein Handwerker ein Scheunendur bauen, das aber auch dann der Haupthauseingang maybe ist. Also ist auch so eine komische Frage gewesen. Wir haben dann mit dem Bauherrn das eigentlich selber gebaut, das erste Tor. Und dann die nächsten Monate, wo wir hinkommen sind, haben die dann schon die nächsten Tore selber gebaut. Und da sieht man jetzt schon so ein bisschen, eigentlich wäre das für uns so ein bisschen
loungige Terrasse gewesen in der Zeichnung immer. Es ist jetzt die Holzwerkstatt des Auftraggebers oder der Auftraggeber, die da jetzt von da aus immer wieder quasi ihr Haus weiterbauen. Da sieht man in unserer Planung, wäre da vielleicht ein Pool gewesen. Da ist jetzt so das erste Reindasten in diese Halle, dieses Aneignen dieser Halle mit quasi dem klassischen Einfamilienhaus-Vorgarten-Gedanken. Und da sieht man jetzt noch einmal ganz schön, so sieht dieser nach wie vor aus, glaube ich. Wir sind in 2 Monaten noch einmal da. Da Führungen geben. Ich bin gespannt. Der Bauer hat gesagt, er hat nach Rampen angebaut. Ich weiß aber noch nicht, wo. Also wird irgendwie ganz witzig. Und somit ist das jetzt so ein Ding, das quasi immer wieder weiter wächst. Und das kann natürlich auch da drinnen geschützt weiter wachsen. Also das braucht jetzt wenig bautechnische Vorkenntnisse, um da drinnen quasi fehlerfrei zu bauen. Und das war eigentlich so dieser Gedanke. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, welche Steckdosen da drinnen verbaut sind, weil das auch quasi von den Bauherren on the fly gemacht worden ist. Und die haben das entschieden. Ich glaube aber auch, der hat so ein bisschen Smart Home, ist ein IDler, hat der sich da reingesetzt. Ja. Aber wie gesagt, für uns natürlich während dieser Zeit, während Corona, mit diesem leichten Loch, das wir mal gehabt haben im Büro, war das natürlich dann schön, so einen Zeitgeist mit diesem Haus zu treffen. Also wir sind jetzt sehr oft eingeladen, um dieses Haus vorzustellen. Aber ich glaube eben nicht, weil das jetzt eine gewisse Ästhetik oder sowas vermittelt, sondern die Idee dahinter. Weil da bringe ich immer ein Zitat von der Bauherrin, die vor dem fast fertiggestellten Haus steht und sagt so, hätte ich mehr Geld gehabt, hätte ich mir ein schönes Haus gebaut. Ein schönes Haus wäre für mich Stuck, Säulen und solche Sachen. Aber ich liebe und verstehe unser Haus schon langsam, weil das ist ein smartes Haus. Also so eine andere Smartness dahinter. Von dem her hat es uns dann gefreut, da beim Dammpreis dabei zu sein, das erste Haus unter den Preisträgern dabei zu sein. Und ja, vielleicht bedeutendes Frühwerk für uns sicherlich in dem Sinne, dass wir so ein Verständnis jetzt daraus entwickeln, wie geht man mit so Bauaufgaben um, wie geht man mit so einer teilweise vielleicht Architekten angehefteten Detailversessenheit um, weil wie gesagt, während dem Bauen haben die Bauern aktiv diese Baustelle übernommen und wir haben dann auch gesehen, das funktioniert. Also das Konzept hat einfach gefruchtet. Aber natürlich Einfamilienhaus. Ja, wir würden uns ein bisschen beeilen vielleicht. Ich weiß nicht, wie wir das teilen, aber wir haben vielleicht noch ein paar Punkte für die Diskussion mitgebracht. Das bedeutende Frühwerk hieß bei uns und das heißt bei vielen von unseren KollegInnen eigentlich auch Büro aufmachen und dann erstmal gar nichts bauen, sondern in die Recherche gehen. Könnte man jetzt einen langen Bogen aufmachen irgendwie, wie sich das in den 90ern langsam so eingespielt hat. Aber wir haben vor ein paar Jahren zum 100-jährigen Jubiläum des Freistaat Bayerns an der TU in München mit Stefan Trübi ein Buch gemacht. Und da haben wir uns ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, weil da haben wir noch nicht gebaut. Da haben wir dieses berühmte SPD-Plakat genommen, das vielleicht jetzt von den Grünen auch sein müsste. Ich will jetzt da keine schlechten Witze drüber machen und haben einfach mal so ganz breitbeinig behauptet, dass wir die Toskana-Häuser oder die Einfamilienhäuser wegnehmen, was natürlich dann ein bisschen blöd ist, wenn man dann ein Frühwerk hat, ein bedeutendes Frühwerk, das ein Einfamilienhaus ist. Aber am Ende muss man tatsächlich sagen, so dass uns die Problematik der Typologie Einfamilienhaus schon immer so ein bisschen im Nacken sitzt. Also hier sieht man ein Projekt, das man gerade komplett als Neubau auch im Speckgürtel von Brandenburg ausführen, über das wir uns schon freuen. Und man kann sich dann auch immer so ein bisschen auf die Bestandsposition zurückziehen. Also es sind so, das ist vielleicht gerade unser Mittelwerk irgendwie in Brandenburg, alte Gutshäuser und Dinge renovieren oder auch in Berlin passiert jetzt viel im Bestand, was gerade sich so abzeichnet, aber letztlich ist es natürlich so, dass man vor allen Dingen, wenn man in der Lehre ist, was wir ja sind in Linz und in Siegen, einfach ganz viel darüber reden muss, dass wir eigentlich mit dem Bestand arbeiten müssen und dass die Typologie Einfamilienhaus eigentlich in Zukunft ein bisschen
ja, dass man da eigentlich die Finger davon lassen sollte, auch wenn es immer noch ein Drittel des Wohnungsbestands in Deutschland ausmacht. Also vielleicht mal da kurz drauf geguckt irgendwie, um ein bisschen Werbung für die Universität in Siegen zu machen. Das wird das neue Architekturgebäude dort, was einfach ein Bestandsgebäude ist und wo zwei Kollegen ganz lange die Universitätsleitung bearbeitet haben, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, im Jahr 2023 eine halbe Innenstadt wegzureißen, um eine Universität in die Innenstadt zu bringen, sondern dass man einfach Schritt für Schritt in den Bestand reingeht muss und prozessual arbeiten muss. Und das vielleicht noch so wirklich für die Diskussion, das ist, man freut sich nicht über jede Einladung so wie über die Einladung heute. Das ist so ein bisschen die Realität, wo wir sind. Also wir sprechen gerade in Berlin zum Beispiel über den Wiederaufbau der Bauakademie. Die ist jetzt Teil des Koalitionsvertrages. Das ist jetzt einfach beschlossene Sache. Das muss eine Rekonstruktion werden. Das ist ja hier in Frankfurt auch ein Thema. Und ja, also in gewisser Weise haben wir den Eindruck, dass wir gerade irgendwie auf so einem Zug sitzen, bei dem jeder weiß, dass er irgendwie auf eine Weiche zufährt, die nicht richtig gestellt ist und dass es den Zug vielleicht aus dieser Weiche raustragen könnte. Und es geht irgendwie alles so ein bisschen weiter, wie es ist, aber wir alle wissen, dass sich was ändern muss. Und ich glaube, das ist auch was, was mit den bedeutenden Frühwerken zu tun hat. Das ist vor allen Dingen was, was von der jüngeren Architektinnen-Generation kommen wird, also vielleicht weniger von uns als Zwischengeneration, sondern von denjenigen, die jetzt studieren. Und das war so ein bisschen, das mussten wir einfach mitbringen, weil wir heute in der Kirche sind. Wir haben gerade eine Ausstellung, die in Wien läuft, die ziemlich selbstironisch ist, die Church of Now. Da geht es nämlich genau darum, dass man ständig auch so ein bisschen belächelt wird, wenn man immer wieder diese Themen auspackt und davon spricht, dass wir eine Kurskorrektur brauchen. Da will ich gar nicht so viel dazu jetzt sagen. Das ist der Versuch, eine Kirche zu simulieren und einen Diskurs zu etablieren, der genau diese Themen anspricht. Genau. Und Peter möchte auch schon, dass wir langsam zum Ende kommen. Wir freuen uns auf die anderen Vorträge. Vielen Dank nochmal für die Einladung und bis gleich zur Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Tobias und Markus, ja, das war ein sehr provokatives Gebäude, das hat uns natürlich getriggert in der Jury und es ist klar, dass manche in der Jury den Kopf schütteln und andere anfangen in der Aufgabe mehr zu sehen in dem Projekt und so hat es dann schließlich bis zum Ende geschafft, weil da doch, man kann da sehr viel reininterpretieren, was zu unserer heutigen Zeit gehört, beim nächsten auch. Wir kommen hier zu dem Projekt von Pastori Simons. Beide haben vor 12 Jahren diplomiert an der Bauhaus-Uni Weimar, gründeten vor 7 Jahren in 15 ihr eigenes Büro mit ihrem Nachnamen, Pastori Simons, in Berlin. Und beide arbeiten weiterhin als wissenschaftliche Mitarbeiter an ihrer früheren Uni, Bauhaus-Uni Weimar. Martin Pastori, 85 geboren, studierte außer Weimar noch in Paris und an der ETH. Er arbeitete 5 Jahre für Caruso St. John in London und war dort, das ist interessant, Projektleiter für ein Privathaus von Thomas Demand, dem Künstler in der Nähe von Berlin. Johann Simons, 84 geboren, studierte in Weimar und in Düsseldorf, arbeitete für Su Fujimoto in Tokio, bei Dinan Dina in Basel und EGA in Los Angeles und sie zeigen, das Erstlingswerk, das 900 Quadratmeter große Studio D, wie Demand, in Berlin-Mitte von 2016 bis 2021. Man darf den Namen immer nicht mitnennen, aber es macht die Sache klarer. Bitte schön, ihr beiden. Ja, Studio D, wie Diskretion, da wurden wir auf jeden Fall angehalten, dass wir nicht nur von D, sondern auch von allen anderen Projekten, dann sind wir in so eine Schneise geraten, wo wir das Glück haben, Studios zu bauen, aber leider das Pech haben, dass die alle nicht genannt werden wollen. Aber wir haben gehofft, dass wir, wenn wir uns hier einreihen dürfen in die bedeutenden Frühwerke, dass wir da irgendwie mit durchkommen, unauffällig. Aber einerlei, los geht's mit Studio D. Wir können auch direkt anschließen, was diese Hallentypologie angeht. Es ist aber eine leere Halle. Jetzt, du hast den grünen Buzzer. Und
woran ich jetzt gedacht habe bei eurem Vortrag, wir wurden als, ich habe das nicht direkt als Kompliment wahrgenommen, aber die hatten uns dann doch öfters mal gefragt, ob das ein Bestandsbau sei. Ist es aber nicht. Es ist ein Neubau. Und es ist eine Stahlhalle. Und zwischendurch hatten wir auch tatsächlich den Vorschlag, ob man nicht irgendwo eine Stahlhalle kaufen könnte, weil das eventuell billiger ist und die dann einfach dahin stellt, was aber nicht möglich war. Genau. Also hier sieht man vielleicht erst... Ins Licht etwas? Ah ja. Hier sieht man erstmal die grundsätzliche Situation. Also wir befinden uns in Berlin, in Mitte. Die Straße, die da so horizontal durchs Bild läuft, ist die Torstraße, eine große Straße. Rechts der Rosenthaler Platz, links die Friedrichstraße. Und die Torstraße kreuzen die Tucholsky-Straße, die in der Verlängerung da auf unser Baugrundstück trifft. Und man erkennt schon so ein bisschen, dass da so eine Schneise quasi frei geblieben ist. Und das hat eben mit der Besonderheit des Grundstücks zu tun, dass in dieser Schneise und unter der Tucholsky-Straße S-Bahn läuft. Und deswegen kann man eigentlich auf dieses Grundstück nichts oder kaum was bauen, weil man eben diese Gewichtsbeschränkung hat. Das Foto ist ja ungefähr aus 2015 und zeigt den Zustand vorher. Also unser Grundstück liegt ja so ein bisschen zurückversetzt in diesem ein bisschen wilden Blockinneren. Das war so ein romantisches, grünes, ein bisschen verwunschenes Gelände mit so, ja, auch schon so Werkhallen oder so Grünflächenamtsüberbleibseln. Ich denke, einen gewissen Teil von dieser Ästhetik konnten wir mitnehmen, von diesem Barackenbau, von dieser Remisentypologie. Und für uns war das quasi immer die Absicht, dass es eine Werkhalle wird, also dass das Gebäude selber gar nicht so sehr als eindeutig erkennbares Kunststudio, also dass dieser Kontext eigentlich erstmal nicht im Vordergrund steht, sondern es so ein bisschen enigmatisch ist und sich nur anhand vielleicht von dieser Proportion der Fenster ablesen lässt, dass es nicht eindeutig zuordnenbar ist zu einer eben Werkhallentypologie. Und auffallend an diesem Bild, vielleicht, ich weiß nicht, ob es funktioniert halbwegs, ist die Textur von der Fassade. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil an geschlossenen Fassadenflächen und die wirken erstmal primär grau, lässt sich nicht direkt zuordnen, welches Material das ist, aber es beginnt schon so ein bisschen zu flimmern bei dieser Distanz. Genau, das ist jetzt so rückwärtig, da schließt sich eben dieser große Grünraum an, der das ist mir irgendwie eine Kita-Außenfläche und sowas. Genau, hier haben wir einen Grundriss mitgebracht, der zeigt so ein bisschen die grundsätzliche Organisation. Man sieht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so eingestrichelt so ein bisschen den Tunnel, wie er da wirklich so diagonal unter dem Gebäude hindurchläuft und wir uns quasi zwangsweise so mit den Eckpunkten des Gebäudes jenseits von dem Tunnel setzen und auch aber noch genügend Platz für so einen großen Kastanienbaum lassen mussten. Und dieses Gebäude ist im Prinzip also eigentlich nur eine Hülle und diese Hülle ist an diesen Eckpunkten gegründet und überspannt dann den Tunnel als Stahlkonstruktion wie so eine Brücke sozusagen. Und eben grundsätzlich handelt es sich einfach um eine Halle und rechts gibt es so eine eingeschobene Galerieebene und so ein paar Nebenräume. Hier im Schnitt sieht man es vor allem nochmal ganz gut, eben die Situation mit dem Tunnel, der da wirklich direkt unten drunter durchläuft und unser Gebäude, man erkennt es ein bisschen in den Diagonalstreben dieser Oberlichter, überspannt das Gebäude, den Tunnel auf ungefähr 20 Metern. Das sind jetzt die Einbauten, die kommen nicht von uns. Die sind auch temporär, ändern sich dann immer und unsere Halle ist eben nur die Hülle dafür und bietet möglichst große Flexibilität. Also es gab eigentlich nur die Anforderung, dass die Halle groß ist und dass die Halle hoch ist und dass sie eben auf diesem Tunnelgrundstück irgendwie zum Stehen kommt. Ja, das ist jetzt einfach nochmal ein Blick von oben von der Galerieebene. Vielleicht ist die Besonderheit, also wir haben
zum Norden seht ihr dieses Oberlichtband und ansonsten haben wir diese, was vielleicht noch eine Besonderheit ist, diese stoffbespannte Lichtpaneele, die sich eben natürlich in der Farbtemperatur und so weiter regeln lassen. Und was an denen wirklich außerordentlich ist, weil die eben quasi als komplette Fläche an der Decke hängen, führt das dazu, dass es fast keine Schattenbildung gibt, wenn man da drin steht. Also es gibt nicht einen eindeutigen Schattenfall, weil es keine eindeutige Lichtquelle gibt, außer diesem Südfenster, das macht da natürlich gerade so einen hellen Lichtpunkt rein. Aber das ist was, was man, würde ich sagen, was so subtil irgendwie diesen Ort entfremdet von dem eigentlichen Standort an der Torstraße in Berlin-Mitte. Und dann dadurch, dass es so weit zurückgesetzt ist von der Straße, fällt da auch dieser gesamte Großstadtlärm weg, wenn man da angekommen ist. Und dann ist es, finde ich, da hat das so eine gewisse Magie, wenn man da in diesem Studio angekommen ist. Auf den anderen Fotos konnte man es schon so ein bisschen erahnen. Hier sieht man es ein bisschen mehr im Detail. Also dieses Gebäude, was eben vornehmlich aus dieser Hülle besteht, ist eben bekleidet. Und obwohl es ein Stahlbau ist, also eigentlich ein sehr weit spannendes Art Gerüst im Prinzip, ist es am Ende bekleidet mit eben diesen sehr kleinteiligen, 3x6 cm großen Faserzementschindeln, die so ein bisschen, erst wenn man dem Gebäude so nah genug gekommen ist, sich überhaupt erst zu erkennen geben, aus dieser grauen Fläche heraustreten. Und so ein bisschen diesen Kontrast machen zu diesen eigentlich großen geschlossenen Fassadenflächen und mit dieser sehr, sehr kleinen Körnung oder Textur. Das Corona-Loch ist an uns vorbeigezogen. Das haben wir, also wir haben das zu zweit eigentlich bearbeitet, das Projekt, und haben das gar nicht so richtig wahrgenommen, was da an Quarantäne läuft. Aber stattdessen haben wir, glaube ich, mit dem nächsten Projekt zwischendurch angefangen. Auch das übernächste sind, wie gesagt, nochmal zwei Studios. Die werden jetzt im Maßstab sehr viel kleiner und sind auch keine Neubauten mehr, sondern Bestandsumbauten. Und das war unsere Corona-Zeit, würde ich sagen. Also hier sind wir auch in Berlin, in Moabit, auf einem Gelände, das also ist von der Straße so ein extra Gelände mit so, wie so kleinen eigenen Straßen mit diesen roten Backsteingebäuden, die auch so Werkgebäude waren, ich glaube für irgendwie so preußisches Militär, wurden irgendwie so Uniformen hergestellt oder so. Und wir befinden uns jetzt in diesem Gebäude, was man da sieht, im Hochparterre. Das ist auch ein Kunstatelier, ist aber für einen Künstler, der im Gegensatz zu dem ersten Studio, was wir jetzt gesehen haben, mit so Video-Soundarbeiten arbeitet. Und deswegen auch ein anderes, also ein anderes, andere Art von Studio. So. Hier sieht man im Prinzip so den Hauptraum. Durch diese Arbeitsweise gab es so vor allem funktionale Anforderungen, also im Sinne von, es muss verdunkelbar sein, es braucht eine große Projektionsfläche irgendwo für Videoprojektionen und die Akustik muss gut sein. Und diese funktionalen Anforderungen haben wir mit so, würde ich sagen, drei wesentlichen Merkmalen in diesem Raum gelöst. Das sind einmal diese Fenster, die so innen aufgesetzt sind. Rechts sieht man so ein bisschen diese hellgraue Panelwand und eben den Holzboden. Also hier sieht man den Grundriss, ist sozusagen das halbe Erdgeschoss. Rechts kommt man vom Treppenhaus rein, in so einen kleinen Flur, der nicht so richtig so ein Flur sein möchte, sondern ein bisschen so ein seltsamer Zwischenraum, kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann gibt es eben den Hauptraum und von dem getrennt nochmal so einen Küchen-Werkstatt-Bereich, der eigentlich durch so Metallregale gekennzeichnet ist und nochmal ein kleines Büro für die Mitarbeiter. Hier sieht man jetzt eben auf dem rechten Bild sieht man so dieses
diesen Werkstattraum mit diesen Metallregalen und irgendwie so durch diese Regale, so ein bisschen seltsam, kommt man so von einem Raum in den anderen und zum Studio hin kriegt dieser Raum eben diese Panelwand, die teilweise auch Türen beinhaltet. Und generell haben wir versucht, so ein bisschen bei dem Projekt, also auch diese Fenster vorhin oder auch diese Projektionsfläche, ich glaube, wir haben versucht, so ein bisschen zu brechen mit diesem so Altbauschwere oder Romantik meinetwegen und versucht eher alles so ein bisschen wie so zu groß zu machen, so ein bisschen zu groß für den Raum, weil wir fanden, dass es das irgendwie eleganter macht oder irgendwie auch kräftiger. Und jetzt sieht man zum Beispiel hier, dann gibt es so wie so Verknotungen oder Clashes meinetwegen, wo man nicht genau weiß, wie funktioniert jetzt diese Tür oder dieser Rahmen oder die beiden Türen verschmelzen irgendwie so. Und das sind so Sachen, die uns bei dem Projekt, glaube ich, interessiert haben. Zu große Objekte in viel zu kleinen Räumen eigentlich, weil wenn man jetzt nochmal kurz an diese Eingangssituation zurückdenkt, man kommt aus dieser großen zweiflügeligen Tür und läuft direkt vor die Wand und dann schließen eben links und rechts diese riesigen Türen an. Und ein ähnlich großes Objekt im Raum sind die Fenster, die quasi, wir haben die Bestandsfenster einfach verglast, gar nicht weiter angefasst und dann im Innenraum diese Fensterobjekte aufgeschlagen, um eben da auch diesen Objektcharakter, der an anderen Momenten in diesem Grundriss auch auftaucht, abbilden zu können und auch diesem Raum quasi einen neuen Layer zu geben, eben nicht nur Industrieromantik, Altbauromantik, was da alles vorher drin steckte, sondern auch diesen deutlichen neue Ebene der Fenster. Genau, und das, also eben so ein Objekt wie dieses Fenster, also einerseits kommt es aus einem funktionalen, also es, ne, es irgendwie muss diese Verdunklungsdings da oben rein und es funktioniert nicht mit diesem Segmentbogen von dem Altbaufenster und irgendwie muss man die Isolierung oder die Wärmedämmung hinkriegen, das funktioniert nicht und so einerseits haben wir also versucht, diese technischen Anforderungen zu erfüllen und aber auch so also eine Umdeutung in dem Charakter von diesem Raum dadurch hinzukriegen. Ja. Jetzt, um nochmal den Begriff der Magie anzustrengen, da gibt es eben hier auch diese Momente, wo, wenn dann dieser kleine Eingangsraum beleuchtet ist, dann versteht sich das aus dem Innenraum nicht mehr so genau, wie öffnet die Tür eigentlich und wo schlägt die an. Das ist so nicht mehr ablesbar und das sind die Dinge, die uns daran interessiert haben. Dann haben wir noch ein Studio für eine Künstlerin, obwohl hier die Besonderheit so ein bisschen ist, es ist gleichzeitig Wohnung und Studio und wir befinden uns jetzt in einem Berliner Gründerzeit-Altbau, also eigentlich auch fast schon ein bisschen großbürgerliche Wohnung sozusagen. Und im Gegensatz zu den zwei vorigen Projekten ist es hier eben sowohl Studio als auch Wohnung. Und ich glaube, wir haben noch nicht diskutiert, ob das Teil von unserem Frühwerk ist oder ob das schon eine nächste Werketappe ist. Weil bis dahin haben wir, glaube ich, so eine gewisse Konsistenz in den Projekten, auch wenn die ganz unterschiedliche Anforderungen an diese eigentlichen Werkräume haben, die große Werkhalle und dann dieses etwas verfeinerte Studio. Dann hat sich dieses Projekt hier und die eben immer natürlich in so einem direkten, es gab diese Anforderungen, es gab eine gewisse Vorstellung, wie soll gearbeitet werden. Und in diesem Projekt, wie gesagt, ist mir noch nicht ganz klar, ob das schon eine neue Werkphase ist, aber der Begriff des Frühwerks ist groß. Also jedenfalls hier ist in diesem, das ist das Studio, da haben wir uns aber nur um die Akustikpaneele und die Beleuchtung gekümmert. Und das Besondere bei diesem Projekt ist eigentlich, oder das Zentrale meinetwegen, ist dieser Raum, so die Küche-Wohnraum, also den wir zusammengelegt haben aus zwei Räumen, das sieht man jetzt so ein bisschen mit diesen zwei Böden.
Ich kann vielleicht, ja, also ich, das ist jetzt nur dieser Küchenteil, also der Raum geht dann nochmal weiter und die Idee war, glaube ich, so ein bisschen, also man muss dazu sagen, vielleicht noch, das ist eine Künstlerin, die macht Malerei und so, so ein bisschen, ja, auch, also so eine Art von Layering oder immer mehr sozusagen und wir hatten haben versucht, also einmal diesen Raum, der an sich schon so ein bisschen chaotisch oder in der Geometrie sehr polygonal war, da immer auch noch durch diese Möbel, durch diese Einbauten noch mehr hinzuzufügen und es noch immer noch so eine Schicht draufzulegen. Also eben aus der Raumgeometrie, das war ursprünglich, waren das zwei Zimmer und ein Flur und es war eben so ein Bedienstetenflur, der an dem Zimmer zum Hinterhof in diese Küche geführt hat. Und dadurch, dass das aus dieser drei Räumen, die das ursprünglich waren, ist quasi das, was, wenn man alles rausnimmt, ist eine sehr komplexe Figur entstanden. Und die haben wir dann quasi mit dieser ebenfalls sehr komplexen, es ist natürlich nur eine Küche, mit dieser relativ, aber dafür in der Geometrie relativ ungewöhnlich, haben wir die nochmal überhöht, diese Figuration. Und dann gibt es da, das ist sicher nicht ganz ohne, also es ist nicht nur unsere Farbwahl, gibt es quasi noch diese Überlagerung in der Farbe und dann gibt es quasi als Surplus nochmal diese Mosaiken und diese Stuckoarbeiten, die das vollkommen überdrehen und für uns, glaube ich, noch nicht ganz verarbeitet sind. Genau, und so diese Möbel am Ende sind es, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, die Intention war so ein bisschen, das werden so wie so Charaktere, so wie diese Arbeiten von unserer Bauherrin, die man da so ein bisschen auf dem Bild auch erkennt, auch so irgendwie fast so Charaktere sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Intention. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Man sieht sehr gut bei dem ersten Projekt, Studio D, dass wir natürlich erkannt haben, dass das nicht einfach nur eine Halle ist, dass an der Halle Dinge sind, die störisch sind, die auffallen, die nicht passen. Und dann merkt man, es ist die Dimension, es ist das nicht erkennbare Tragwerk, stützenfreie riesige Räume, die haben einen Grund. Und all das führt dazu, dass man dann weiter in solchen Jurys draufschaut und tiefer schaut und tiefer schaut und dann kommen sie aus dem Unscheinbaren hoch und sind dann dort gelandet. Also viel Glück auf dem weiteren Weg. Wir diskutieren nachher zusammen, mit allen zusammen. Vielleicht werdet ihr ja die Studiofachleute, wer weiß. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Bis gleich, wir diskutieren gleich. Kommen wir zu Stefanie Hirschvogel. Bitte, Stefanie. Ja, also die beiden haben ja gerade einen klassischen Weg zum eigenen Büro gemacht. Stefanie hat es etwas anders gemacht, 76 geboren, studierte in Rosenheim und in Wien, Master an der ETH Zürich. Sie hat gearbeitet in Basel, 4 Jahre bei Bucher Bündler und dann 4 Jahre bei Christ und Gantenbein. Dann wiederum 2 Jahre Lehre an der ETH Zürich. Dann war sie 2 Jahre selbstständig und hat da ihr Erstlingswerk gebaut. Ist dann wieder zurück zu den alten Freunden, ist wieder 4 Jahre bei Christ und Gantenbein gewesen, bei Caruso St. John, wo wir gerade von hörten, bei AFF in Berlin und gründete vor 4 Jahren in Schongau ihr Büro und ist, wie man das heute so macht, nach Berlin gegangen inzwischen. Es steht jetzt auf der Webseite Schongau und Berlin. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Also diese Art von neue Art von Selbstständigkeit, nach vielen Jahren von Erfahrung rauszugehen, den Weg zu planen, aber doch den Kontakt zu halten und bei Bedarf zum Beispiel wiederzukommen. Sie zeigt uns jetzt ihr Zweitlingswerk, das Wohnhaus Grünes Haus in Schongau, welches wir beim DRM-Preis hatten. Das erste war ein Wohnhaus in Jagdberg, das ist schon 10 Jahre her. Stefanie. Danke, Peter. Also erstmal danke
fast komplett, weil die Freunde wieder näher gekommen oder gerückt sind und Basel wieder näher in meinen jetzigen Lebensmittelpunkt gerückt ist, aber eigentlich perfekt. Ich hoffe, die Spannung ist nur irgendwie da und die Konzentration. Ich versuche jetzt, obwohl, ich muss auch gestehen, eine sehr konventionelle Architektur. Wir sind jetzt in der seriösen Architektur so angekommen. Ich denke, das war auch ganz schön, diesen Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass die Spannung nur da ist und dass das Thema des Bauen im Bestand doch noch jetzt eigentlich für Interesse sorgt. Dann versuche ich das mal. Bauen im Bestand, das ist Thema heute, ganz aktuell. Ich denke, das betrifft uns alle. Es wurde vorher schon mehrfach erwähnt. Ich versuche das so weit auszubauen, dass ich meine, es geht natürlich darum, dass diese Aufgabe, die steht an. Ich hatte hier die Möglichkeit, ein historisches Gebäude umzubauen. Historisch deswegen, weil es schon ein bisschen älter ist als 200 Jahre oder auf der anderen Seite muss man auch sagen, historisch im Kontext. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich jetzt so als der Begriff von, wo sind wir jetzt in der Seriosität der Architektur. Das heißt, da war die Denkmalpflege ganz stark mit dabei und das würde ich jetzt eigentlich auch gern thematisieren. Also das ist auf einmal so ein Umgang mit einer gewissen Schwere, mit einer gewissen Einschränkung, die betrifft, die bringt wieder neue Optionen, aber die hat natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit, aber auch eben sozusagen ein Rollenverständnis zwischen dem, was vielleicht seitens der Entwurfsarchitekten geleistet werden kann oder eben nicht geleistet werden kann, weil da gewisse Einschränkungen vorhanden sind. Das ist jetzt ein Blick aus dem Gebäude, aus dem Bestandsgebäude des Dachstuhls in den Kontext. Das ist die Stadt, das ist eine also eine Stadt aus der Barockzeit. Man sieht hier diese giebelständigen Gebäude und was auch ganz wichtig ist, weswegen ich damit anfange, man sieht jetzt in meinem Vortrag auch mehrere Baustellenbilder am Ende. Also ich möchte sozusagen versuchen, diesen Weg zu gehen, kontextuell den Zusammenhang kurz zu beschreiben. Ich hoffe kurz, und dann eigentlich auf die Baustelle zu gehen, weil das auch ein Thema ist, was vielleicht vielen nicht so klar ist. Was heißt es in der heutigen Zeit, Architektin oder Architekt zu sein? Für uns, ich glaube, das betrifft uns alle, heißt es, direkt auf der Baustelle auch zu sein, bis zum Ende das Objekt zu begleiten. Und ich glaube, das ist so auch in der Biografie teilweise, ich denke, bei vielen verwurzelt. Und ich bin stolz drauf, ich finde das total wichtig und ich finde, das ist eine Lehre. Und das ist auch in gewisser Weise für uns sehr prägend auch. Was ich noch sagen wollte zum, gut, das sage ich jetzt später, Kontext, das ist die Altstadt, das ist in Bayern, also hoffe, das bringt ein bisschen Frische da in die Thematik Speckgürtel Berlins und auf einmal sozusagen historischer Kontext Bayern. Das ist ein Gebäude, das ist diese historische Altstadt, noch ein intakter Stadtmauerring, ganz prägend die ovale Form. Auf einer Erhöhung, also damals läuft zeitlich, geht es bis ins 13. Jahrhundert, staufische Herkunft, also es wurde auch 200 Jahre lang bis ins 15. Jahrhundert ziemlich aufgewertet. Das ist ein Gitternetz, also eine planmäßige Stadtentwicklung. Und hier sieht man so eine leichte, ich weiß nicht, ob man es erkennt, eine leichte helle Schraffur. Die ganze Altstadt steht unter Ensembleschutz. Das ist auch bekannt. Die einzelnen dunklen Gebäude sind Einzeldenkmäler. Man sieht es hauptsächlich, säumen sie diese Hauptachse, die als Warenumschlagplatz damals gedient hat in dieser zurückliegend 13. bis 15. Jahrhundert. Eben der Wohlstand, den sie erfahren hat, durch prägende Bauten wie so ein Ballenhaus, also ein gotisches Giebelgebäude und zur Lagerung von den Ballen, das waren vor allem Textil. Die Nähe zum Lech, der dann hier entlang führt, hat eigentlich das befördert, die Entwicklung. Das Gebäude selbst befindet sich hier in dem Bereich, also das ist sozusagen das erste Mal so eine Vertiefung im Block, also das heißt aus der Zeilenstruktur, dann in so eine Blockstruktur. Man sieht auch, das waren Stadtbauern, das gab es im Süden, Stadtbauern, die haben ihre Landwirtschaft in der Stadt gehabt, also so kleine Bauernanwesen und Handwerker, die dort vorhanden waren. Und das hat auch das Ortsbild eigentlich stark geprägt.
Das nächste Bild ist so ein einschneidendes Erlebnis 1493, so ein bisschen nach diesem ganzen Ruhm. Großer Stadtbrand gibt es auch häufiger, also die totale Zerstörung. Man hat hier, hier eigentlich noch kurz, ich hoffe, ich schaff's. Ja, hier die Hauptachse, diese giebelständigen Gebäude eben vor dem Brand und hier dieser große Block. Und da sieht man zum ersten Mal dann eigentlich einen Wechsel zu einem draufständigen Gebäudezeile und eben schon ein bisschen, das ist eigentlich dann diese Bauaufgabe von mir vor dem Brand. Es wurde dann wieder aufgebaut und man sieht es dann später, das ist hier eine historische Aufnahme, die man vorher schon mal in der Übersicht gesehen hat. Man hat hier eine gewisse Porosität, ist auch sehr schön. Man spricht jetzt hier von diesem tiefen Block. Man hat tiefe Parzellen, die eben rückseitig dann verwendet wurden. Sehr prägend, weil eben eigentlich das Hauptgebäude, das Wohngebäude nur vorne an der Zeile steht, als geschlossenes Prinzip, Giebel an Giebel. Und in rückwärtig dann eigentlich damals die Nutzung, Gewerbenutzung dann aufgegriffen wurde. Ist auch bei mir wieder eingeflossen, das heißt Wohnen und Gewerbe ist wieder Thema, um die Aktivität dieser historischen Struktur wieder aufzugreifen. Wichtig auch, was bei mir auch aufgegriffen wurde, ist die sogenannte historische Grenzverlauf, also einer von diesen Grenzen. Man sieht auch unterschiedlich viele Parzellen, die wurden dann später im Rahmen der, sage ich mal, städtebaulichen, nicht sehr nachhaltigen Städtebaupolitik dann mutiert zu einer Parzelle und dort ist dann natürlich auch viel verloren gegangen. Die Parzellen wurden größer und die Parzellen wurden weiter bebaut und die Porosität und die Durchlässigkeit, die hat dann eigentlich sozusagen darunter gelitten. Das sieht man jetzt eigentlich hier. Und hier nochmal kurz dann eben das Verschwinden dieser rosanen Linie, also das heißt das Zusammenlegen des der Parzelle, aber trotzdem eigentlich wichtig für mich die Verbindung dann eben zu dieser Hauptachse, zur Münzstraße, das ist diese Hauptachse, von der ich vorher gesprochen habe, durch diese bestehende Gasse. 2021, das ist jetzt das, was entstanden ist, also eine Restauration, ich würde sagen, Restauration ist ein bisschen ein großer Begriff, es ist eine Modernisierung eines Bestandsgebäudes, das heißt, das Gebäude so weit wieder intakt zu halten oder in einen gewissen Zustand zu bringen, der einerseits eine Nutzungsqualität aufweist, das spricht momentan, also wir sprechen hier von 6 Mieteinheiten, was doch eine ziemliche Ausnutzung der Bestandsstruktur heißt und gleichzeitig eine neue Nutzung, also eben wieder die gewerbliche Nutzung im Hof. Hier sieht man, weshalb, also die Position und überhaupt diese polygonale Form, die so ein bisschen so exotisch oder so ein bisschen neu erscheint, durch die Position an der alten Grenze und durch den Einbau dieses Gebäudes als grenzständiger Anbau. Grenzständig, weil er an 2 Grenzen dann eben auch steht und eben an der einen historischen. Die Reaktivierung der Durchfahrt, vorher wurde es kurz erwähnt, Stadtbauernanwesen, das heißt auch das eigentlich eine Typologie, die schon original vorhanden war. Das ist jetzt so dieses Gebäude von der bisschen so prächtigen Straßenfassade, alles ziemlich streng, rhythmisch, vielleicht wichtig sozusagen auch etwas, was im Bestand wieder gefunden wurde, die hohe Tordurchfahrt, die wurde dann eigentlich nach Übernahme der neuen Bauherrschaft des Bestandsgebäudes, weil eben der Wunsch zur Sanierung und zum Zwecke der Mietwohnungen wurde, das damals schon vor dieser Übernahme wurde das total umgenutzt. Da war dann Laden drin, ein Ladenlokal, wie man das so häufig sieht. Im Laufe der letzten 40 Jahre sind solche Gebäude natürlich je nachdem eigentlich weitergebaut, verändert, aber sozusagen strukturlos eigentlich verändert worden. Und das nächste Bild, zurück, die Farben sind ein bisschen weg, das ist ein bisschen schade, aber das schaffen wir. Mal so ein Grundriss, das ist jetzt die erste Referentin, die Probleme hat mit dem Pointer, weil sie den Pointer verwendet, genau. Also hier nochmal die erwähnte Durchfahrt.
eigentlich hier ganz klar wohnen. Die Erweiterung des Gebäudes ist ein bisschen so, es ist eben giebelständig eingebaut, hier ein Bestandsgebäude, da ein Bestandsgebäude. Man hat, also ich habe diese Erweiterung des Gebäudes dahingehend zum Hof thematisiert, durch die beiden eigenständigen so, Wohnraumerweiterungen. Wohnen ist im Hof und Schlafen ist, ist der Straße zuorientiert aufgrund des Erhalts der kleinteiligen Fassade, dieser Hauptfassade. Das Gebäude hier, das Ateliergebäude, steht hier, hat eben dreiseitig die geschlossene Fassade und einseitig geöffnet, ist ein bisschen, man sieht es später, ziemlich charakteristisch in diesen Hofgebäuden, ist so, übernimmt so eine Analogie zu den benachbarten Gebäuden. Das Obergeschoss, das heißt, hier sind wir schon eigentlich bei den Wohnungen 3 und 4. Der Rhythmus mittelaxial und aus dem gemeinsamen Treppenhaus, das es vorher auch nicht gab, wir sprechen hier von einer ziemlich starken Sanierung, dann erschlossen. Hier dann der Wechsel zu einem prägenden Element, diesem Art Mittelrisalit, kommt aus dem Dach raus und übernimmt so eine Bestandsthematik, also ein architektonisches Element einer Schleppgaube aus der Veränderung der Dachform. Dann die ziemlich klassische und historisch wieder aufgebaute Fassade mit den Sprossenfenstern und eben der prägenden Hofeinfahrt, dieses gemauerten Segmentbogens, der dann wieder zum Vorschein kam. Vier neue Gauben für die zwei Dachwohnungen. Die zwei Dachwohnungen, das ist jetzt hier Thema der Gauben auch zur Hofseite, nur spannende über zwei Achsen. Wichtig hier in Orange, der Bestand, also das Gebäude wurde im, unter bestehender Dachsituation gebaut. Sie erinnern sich an das erste Bild. Der Blick aus dem Dachstuhl raus, das war die Einbringöffnung, so wurde das Gebäude erstellt. Und da von Erstellen spreche ich von einer kompletten Entkernung des Gebäudes und von einem Wiederaufbau. Die Hofsituation, ziemlich gläsern, eben der bewusste veränderte Charakter, trotzdem die Situation, der Erhalt der Traufe und eben die Stärkung der Dachform als prägendes Element für den Denkmalschutz. Der Denkmalschutz heißt dort im Ensembleschutz, die Dachkonstruktion zu erhalten, das war eben ein Thema, und die Fassaden weitestgehend zu erhalten. Bei mir wurde das ziemlich stark verändert auf der Hofseite. Die nächste Situation ist so ein Schnitt, das ist dahingehend ganz schön hier gesehen, der Einbau, das heißt nachbarseitig, giebelseitig komplett eingebaut, das ist kein freistehendes Haus, es ist erschwert natürlich für jede bauliche Umgangsweise, weil es natürlich zu steten Erschütterungen dann bei den Nachbarn führt. Aber spannend für mich jetzt zum Beispiel als jemand, der die Bauleitung auch macht, ist eben wie so ein Gebäude entsteht, mit welchem fachlichen Kenntnis überhaupt so ein Gebäude entstehen kann. Nicht von mir, sondern eben von Seiten der Handwerker, von Seiten der Mitarbeitenden, die bei so einem Objekt eigentlich auch mitwirken. Die nächste Situation, eben so ein Thema, so eine Giebelseite südseitig, das ist nur halb eingestellt und das als Thema der Erweiterung, ursprünglich hier mit einem ursprünglichen kleinen Balkon, der wurde eben weggeschliffen und da wurde eigentlich so der Wohnraum erweitert, die zwei großen Gauben, Stehgauben. Das Gleiche auf der Schnittseite, die Schnittsituation mit den Bestandsbalken, das Ineinanderkragen von Neu und Alt, man sieht es später nochmal, die Erschließung von einem historischen Untergeschoss, dass auch das Treppenhaus die Möglichkeit, also dass man auch die Neu die Möglichkeit hat, das UG mit einzubeziehen, das gab es gar nicht. Man sieht es hier nur an dem Schnitt durchs Treppenhaus, aber da führt dann noch so ein Tonnengewölbe weiter, das heißt auch vor dem Brand, die ganze Struktur ist sozusagen bis auf die Grundmauern abgebrannt. Das UG ist bestanden geblieben. Das heißt, wir bauen sozusagen das Gebäude auf ein UG aus dem 15. Jahrhundert auf. Das sind Fertigstellungsbilder. Also man sieht jetzt hier genau die Situation. Die Parallelstraße zur Münzstraße.
mal so das cremefarbige Gebäude, das ist so ein bisschen, man spricht so vom Dreiklang, es ist auch wichtig, weil das sind so stilistische Fragen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz, die Farbigkeit des Objekts und der Umgang mit Baumaterialien im Thema des Denkmalschutzes mineralisch und auch hier so dieser Cremeton, der sozusagen eben den Link zur barocken Altstadt wieder aufgreift. Das ist das Bild, ein bisschen seitlich verdreht, man sieht jetzt dort schon mehr, man sieht die Elemente hier von den Fensterläden, auch ein schönes Motiv, wie ich finde, auch schade, dass es eigentlich in so Altstädten eben überhaupt keinen Anspruch mehr gibt, da wird das Thema des Fensterladens wird komplett geschliffen, negiert, auch schade, weil es eben nicht nur ein Dekorelement, sondern auch ein schützendes Element ist und für die Schlafräume natürlich ziemlich bedeutend. Ein Bild zurück, jetzt hier das erste Mal das städtebauliche Prinzip, der Einbau und die Verlängerung durch die Achse, wie vorher lang drüber gesprochen mit der Grenzsituation. Der Dreiklang hier, so als Gespräch Dreiklang, roter Ziegel, Erbsgrün, Beige und das Blau. Die Verbindung dann hier mit der Sicht aus dieser Münzstraße. Dann aber die Drehung des Prinzips, also die Öffnung gegen Hof. Dann das Ensemble im Hof, also der Aufgriff nicht nur von der Fassade des Ateliergebäudes, aber auch von der Fassade als Vermittler des Hauptgebäudes. Trotzdem aber eigentlich der Umgang mit den historischen oder mit den weitestgehend denkmalpflegerischen Anspruch der Materialität. Das als Thema so der Übergang, was es im ersten Bild schon gezeigt hat, die Bestandsbalken und dann der Einbau Treppenhaus im Bestandsbalken. Man sieht dort das Tageslicht, das da vom Dach runterfällt und das Treppenhaus belichtet. Das ist jetzt so das erste oder eine der Dachwohnungen, ziemlich offen, also strukturell komplett freigelegt und zeigt im Prinzip ganz unromantisch, weil das gab es schon, den historischen Dachstuhl und aber die Kombination dann auch mit Einbauten, die eben dann den neuen Charakter mit einbringen. Ja, das ist jetzt dieses Bekannte oder das für mich so das andere Thema, vorher die Sprache über das Städtebauliche, diese Leichtigkeit, wie platziert man so eine Erweiterung in so eine Bestandssituation, die doch sehr eng ist, sehr einschränkend ist. Und was heißt es dann im Umgang mit so einer Ergänzung? Vermittelt die zwischen dem und vermittelt auch zwischen dem? Ja, bei mir war das auch so. Also das heißt, die Farbigkeit war entscheidend und entscheidend war auch, dass sie so einen Charakter hat von diesen profanen, fast primitiven Anbauten, die alle so im Do-it-yourself-Charakter, also wir hatten es vorher schon ein bisschen, aber ebenso diese Städte weiterbauen und eigentlich so eben einerseits die totale Versiegelung der Flächen, auch der Umgang mit dem Freiraum, hier jetzt eigentlich noch der romantische Aufgriff der Materialität und mal so das Industrielle, was dort auch ein bisschen für sich spricht mit der Gewerbenutzung. Genau, das ist eigentlich auch entscheidend, die Höhe, also die Vorgabe war hier auf die Bestandshöhe, falls grenzständig, dann eben Übernahme der Bestandsbauten, der Gewerbebauten, das ist eine Bäckerei, zu übernehmen. Auf der Rückseite gegen Norden haben wir hier eine eingeschossige Grenzmauer, da musste dann das Gebäude, man sieht es hier abfallend, 45 Grad dann das Dach neigen. Das ist hier der Fall, auf eine Eingeschossigkeit, von der 2 auf eine Eingeschossigkeit, was aber sehr schön war, weil eigentlich der Gedanke auch war, diesen Raum komplett zu öffnen. Die nächste Situation ist dann eigentlich so der zweite Querschnitt, aber dann total durch die polygonale Verzerrung natürlich wesentlich breiter. Das heißt, das Gebäude wächst dann eigentlich so an die Grenze ran. Das ist der Umgang im Innenraum, also vorher das Bild von den Holzbalken ist eigentlich auch eine gute Analogie, weil ähnlich hier die Dachstruktur oder die strukturellen Elemente zeigen, nur dass wir hier einen kompletten Neubau sehen. Das wurde als Stahl erstellt und die Oberflächen sind alle bis auf den Boden unbehandelt geblieben. Also man spricht so von der Freilegung der Struktur und Freilegung der Oberflächen, der Umgang mit
der Kombination war entscheidend, dass wenn Hohllochziegel, dass der halt als Industrieelement, dass er dann eben so in einem Verbund dann platziert wird, dass das sozusagen der, das einzige Dekorelement ist. Klar, dass natürlich jedes strukturelle Element gleichzeitig ein dekoratives Element wird, gezeichnet nur durch die Ergänzung der drei Farben, die dort vorherrschen. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist, es sind Jungschalter. Ja, wir haben uns vorher, ich habe mich vorher gefragt, ob man es erwähnen soll. Der Zufall will es, das führt vielleicht nur zum Schluss, zum pointierten Schluss. Genau, Aufputz und dann eigentlich der Blick zurück in den Hof, in dieses Ensemble und die Baustellenbilder. Also, wie gesagt, ich habe so ein bisschen angefangen mit dieser, was beschäftigt mich, wir haben es vorher schon gehört, wo steht man, es wird viel auf die Biografie zurückverwiesen. In meiner Biografie war das immer schon Teil eben aus dieser Tendenz in der Schweiz, eine Bauaufgabe nicht nur als Planer und Entwerfer zu verstehen, sondern eine Bauaufgabe eigentlich auch als Vollendung oder für sich auch als Entwicklung zu verstehen. Das Prozessuale ist sehr entscheidend. Und es ist jetzt nicht das Prozessuale, dass man so anfängt zu bauen und aufhört, sondern immer eher so das Prozessuale in der Zusammenarbeit, im Umgang mit den unterschiedlichen Phasen, die uns begleiten, auch im Umgang mit unterschiedlichen Einschränkungen, auch auf der Ebene der Kommunikation. Wir kommunizieren einerseits zu Behörden, wir kommunizieren zu Bauherren, wir kommunizieren zu anderen Planern. Wir haben eigentlich sozusagen, wir sind so ein Bindeglied zwischen allen Interessen, die uns natürlich sozusagen auch häufig in eine gewisse Richtung drängen, die für uns im Thema des Kontrollierens der Bauaufgabe nicht einfach ist. Und das sind immer wieder Erfahrungen, die auf der Baustelle bei mir zu sehr viel Fragestellungen führen. Kann man die Prozesse überhaupt beeinträchtigen oder muss man sie dynamisch sehen? Und das ist sozusagen auch eine Entwicklung, wo ich sage, übergreifende Prozesse, die sich vielleicht auch eher als Transformation verstehen. Deswegen sind diese Bilder auch Prozessbilder während des Baus und für mich stellen sie so das Thema der Transformation ziemlich gut da, ob auf der baulichen Ebene oder der Metaebene. Genau. Alles klar. Das war das letzte Bild. Danke sehr. Danke. Ja, vielen Dank, Stefanie. Also Sie haben gemerkt, das Haus hat eine Vielschichtigkeit, eine Widersprüchlichkeit von vorne hinten und man spürt sogleich, möglicherweise ist es ja das Gespür von dem, was die Schweiz so einen mitbringt, das ist hochinteressant, Einflüsse, die nicht unbedingt im Bayerischen wachsen und spannend zu sehen. Und wir haben jetzt hier drei Büros, die junge Büros sind, mit unterschiedlich biologischem Alter, junge Büros und alle sind in Berlin gelandet. Bist du in Berlin gelandet jetzt? Ich muss es aufgeben. Ich habe sozusagen nur noch freundschaftliche Beziehungen in Berlin, aber mit der Stadt natürlich auch. Du bist also eher in der Schweiz orientiert. Genau, der Süden ist wieder ganz aktiv. Lehrst du auch wieder? Nein, momentan nicht. Ja, aber ich mache das sehr gerne als Thema. Stuttgart war die letzte Anlaufstelle. Genau. Ihr lehrt alle teilweise und es hat auch manchmal finanzielle Gründe, oder? Ja. Nein, nicht nur. Also ich meine, wir lernen, also ich kann jetzt für uns sprechen, wir lernen wahnsinnig gerne. Aber man darf natürlich nicht übersehen, dass die Freiheiten, die man sich nimmt, irgendwie mit diesem Frühwerk, dass die halt möglich sind, weil man so eine Fallback-Situation hat. Sonst wäre man wahrscheinlich damit beschäftigt, andere Dinge zu machen. Die wichtige Frage, ich meine, wir sind hier 350 Leute. Wer ist denn Angestellter Architekt oder Architektin, bitte? Und fast alle. Und ich auch wieder. Wer von denen möchte demnächst sich selbstständig machen?
Du bist bei dir angestellt. Hallo? Ganz hinten. Ganz hinten. Oh, die sich drei, das sind eure Freunde. Also das ist sehr gering. Sie haben also sehr viel Angst, sich selbstständig zu machen. Wie kann man Ihnen die Angst nehmen? Zum Beispiel Stefanie, du warst selber angestellt, sehr lange, so wie viele andere hier im Raum. Und dann hast du vom Onkel den Auftrag gekriegt, oder wie? Ja, ich muss dich enttäuschen. Also ich bin wieder angestellt, aus dem Grund, dass mich persönlich die Aufgabe selbst eigentlich mehr interessiert, wie das eigentliche Thema der Selbstständigkeit. Wobei das natürlich auch sozusagen nicht, ich will das jetzt nicht stehen lassen. Also da bin ich ziemlich hybrid. Und da bin ich vielleicht auch die falsche Ansprechperson, weil das für mich ist es schade, alleine arbeiten zu müssen. Ich glaube, das haben die Kolleginnen und Kollegen dort, die haben es wesentlich besser. Und ich glaube, das ist jetzt kein Trost, aber ich denke, das ist wunderbar. Und das ist eigentlich auch das, was natürlich bei mir jetzt wieder momentan vorherrscht, das Arbeiten in Teams und vor allem mit jungen Architektinnen und Architekten. Genau. Und bei wem bist du jetzt angestellt? Wieder bei meinen Freunden Christ und Gantenbein. Hervorragend. Ja. Für eine Sanierungsaufgabe, ich muss auch sagen, das ist sozusagen, ich übernehme wieder eine alte Aufgabe. Genau. Ein altes Projekt, was ewig lang geht. Genau. Da hast du dich kurz ausgeklinkt und bist wieder. Aber da man bis 57 sein Frühwerk definieren kann, ist ja alle Zeit der Welt. Genau. Ihr beide lehrt in Weimar, aber seid in Berlin. Wie ist das so mit der Selbstständigkeit? Wie kriegt man Aufträge? Ihr kriegt offenbar Studios. Also wie kommt man an Aufträge dran? Fragen wir uns auch ständig. Also ja, eben, das wäre dann die Frage, die Akquise, Phase 0 oder so wird die, glaube ich, eingeordnet. Das, denke ich, ist nicht unser größtes Talent. Da können wir gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte dir verraten, wie es geht. Ja, aber das interessiert uns auch. Bei euch spricht dann das Werk und dann kommt dann der Bekannte vom Bekannten, oder wie? Es hält sich in Grenzen, weil das ist natürlich also doch ein sehr kleiner Personenkreis, die da sich quasi, also erstens, ist ja ein verschwindend geringer Prozentsatz von Künstlerinnen, die tatsächlich Kunst studieren und in der Kunst sich verwirklichen können. Und ein Studio bauen können. Und das ist dann nochmal ein geringerer Bruchteil davon. Insofern ist als Studioarchitekten werden wir es, glaube ich, nicht mehr allzu weit bringen. Wir müssen uns noch ein bisschen breitbeiniger aufstellen. Vielleicht müsst ihr da wieder aus Berlin raus. Da gibt es für Künstler und Künstlerinnen vielleicht noch mehr Möglichkeiten, Ateliers zu bauen. Wo seht ihr eure Marktchance? Marktchance. Ich glaube, bei uns ist das so, wie du das jetzt angesprochen hast, bei uns ein großer Vorteil, dass wir 6 Personen sind, die 6-mal ausstrahlen in verschiedenste Richtungen und so ist auch quasi unser Aufgabenfeld mannigfaltig. Also diese ersten Installationen im öffentlichen Raum kommen über Kontakte, weil wir für Künstlerinnen in Berlin viel Kunst am Bau Wettbewerbe gemacht haben, die da unterstützt haben und dann gibt es wieder so natürlich jetzt in der Lehre viel, wo man ausstrahlen kann. Also ich weiß nicht, wo wir uns sehen. Also ich glaube, wo wir uns sicher sehen, ist so diese Beschäftigung mit Bestand. Also dass wir jetzt so ein Häuschen auf die grüne Wiese stellen, da sehen wir uns nicht. Ich glaube, die Bauaufgaben, speziell auch in Berlin, also wir haben ganz kurz so ein Projekt gezeigt, so eine Revitalisierung von einem Gründerzeitbau. Also ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt den jungen Studierenden mitgeben. Das werden die neuen Aufgaben sein. Und da kann man sich in jede Nische dann spezialisieren, weil da geht es viel um so Handwerk, das wieder gut einzusetzen, Strukturen zu verstehen. Also da ist super spannende Zeit. Also wenn, dann vielleicht jetzt selbstständig machen. Es gibt viel zu tun. Ob es dann immer gut bezahlt ist, ist was anderes. Ja. Das kennen viele hier. Ja, ja, absolut. Ist in der Anstellung vielleicht auch nicht besser. Das Thema gut bezahlt, also in der Schweiz wird gut bezahlt. Das ist natürlich sehr schön. Das ist allgemein bekannt. Vermutlich bei langjährigen Angestellten erst recht.
Dafür kostet das Leben auch ein bisschen mehr in Basel. Aber wie siehst du da deine Zukunft? Pendeln zwischen den Welten? Nee, eigentlich eher der Halt an einem gewissen Erfahrungsschatz. Also das hat, glaube ich, also zumindest habe ich das Gefühl, ich habe ja die Erfahrung gemacht aus dem südlichen Alpen, also zumindest für mich der Begriff der Alpenraum ist bei mir ziemlich stark vertreten in meinem Kontext, auch mit meiner Erfahrung. Ob jetzt Österreich, Deutschland, Bayern, Schweiz, trotz, wie jetzt eben Markus meinte, dass die Tradition und das Handwerk eben für uns wieder einen wichtigen Stellenwert bekommt. Nicht wieder, bei manchen ist es aber auch verloren gegangen. Das bewusste, der bewusste Umgang und die Kenntnis auch von eben der Handwerkskunst ist was ziemlich Entscheidendes. Und ich hatte mein Glück, weil ich hatte für mich gesehen, ist es ein Glück, in diesem Raum zu arbeiten oder arbeiten zu dürfen. Ob das so bleibt, weiß man nie. Das verändert sich ja ständig. Und eben ist, aber was ganz bewusst ist, ist die Verbindung zwischen der Handwerksebene und der planerischen Ebene. Also das ausführende Thema wird ganz wichtig, vor allem für eben die Realisierung von Projekten. Aber in der Schweiz ist ja das Thema Handwerk auch groß und wird geschätzt und wird bezahlt. Genau, ich weiß jetzt nicht, wo diese Diskussion so generell, also mit dem Thema hingeht, weil der Fachkräftemangel wurde vorher am Anfang schon erwähnt. Das ist natürlich immer so ein Standing, also es steht immer so als Begriff so da. Ich glaube, es geht mehr bei mir darum, die Schätzung und also dass man eigentlich die Mitstreiter auf dem Weg bis zum Ende oder bis zur Vollendung von dem Bauwerk auf allen Ebenen versucht, in gewisser Weise mit einzubeziehen und zu schätzen. Ich glaube, wir sollen uns nicht sozusagen in diesem Vakuum, in dieser Blase sehen, sollen eigentlich auch verstehen, was der Rest um uns herum, die auch alle beteiligt sind, eben von uns brauchen, von uns wollen und wie wir versuchen müssen, dort eben Netzwerke, aber wichtig auch Kenntnisse zu vermitteln, aber auch Kenntnisse aufzunehmen, so einen Austausch, einen Dialog. Genau. Markus und Tobias, ihr seid aus dem bayerischen, österreichischen Alpenrand gekommen, aber seid in Berlin gelandet. Ist das jetzt gut? Oder würdet ihr gern, wenn ihr sowas seht, denken, die Bauaufgaben in Bayern wären auch schön? Oder baut ihr lieber im Speckgürtel? Und wer sind eure Bauherren? Naja, der Speckgürtel, würde ich sagen, ist in Bayern ungefähr 80% der Landesfläche. Das ist ja ein einziges, also ich meine, die bayerische Landesregierung hat die Bundesbauordnung ändern lassen, um das Einfamilienhaus als bevorzugtes Wohnmodell zu etablieren. Da könnte man jetzt wahnsinnig lange drüber sprechen. Ich glaube, Paragraph 32b der Bauordnung ist es, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Aufgaben gibt es im Moment ganz viele, klar. Also ich werde schon so ein bisschen, also ich bin in einer ähnlichen Stadt wie Schongau aufgewachsen, mit so einem mittelalterlichen, später barockisierten Kern. Da steckt natürlich viele interessante Sachen drin. Da steckt auch so ein über Jahrhunderte sich fortschreibender Pragmatismus drin. Letztlich kann man den Pragmatismus aber auch in der Zwischenstadt finden. Also egal, wo wir jetzt hingehen, und wir müssen ja, also dieses Bauen im Bestand steht immer so als eine Phrase irgendwie so über uns, aber das hat ja so ganz viele extrem verschiedene Facetten und es wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Also wir müssen auch für die Werkhallen und für die Aldi-Märkte uns was überlegen und das wird bald der Fall sein. Halt. Also von daher ist es tatsächlich eine spannende Zeit, um in die Architektur zu gehen oder vielleicht einfach auch so ein bisschen mehr Risiko einzugehen, um bestimmte Dinge zu etablieren, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Aber ich glaube, mittelfristig ist das auch eine Aufgabe, die halt, man sagt das auch immer, ist auch so ein Buzzword, aber um die wir gesellschaftlich auch nicht rumkommen und bei der man auch eine Frage stellen muss, ob uns das nicht auch als steuerzahlende Gemeinschaft wert ist, auf das Wissen von Architektinnen und allen, die im Bauen mit drinstecken, anders als nur marktwirtschaftlich zurückzugreifen, weil wir müssen aus einer Kulturtechnik tatsächlich eine Überlebenstechnologie stricken. Auf einen recht kurzen Zeitraum jetzt. Wir stellen fest, dass die jungen Büros, die interessante Projekte bekommen und bauen dürfen, dass sie gerne in der Umgebung München sind,
dass Sie gerne in Berlin sind und dass Sie gerne in Leipzig sind. Das ist so etwa die derzeitige Fokussierung. In Frankfurt sind da wenige. Sie hast ja gesehen, wollen alle im Büro bleiben. Ne? Und wieso seid ihr zum Beispiel aus Weimar, die immer noch in Weimar tätig seid, nach Berlin gegangen? Ist das da die Chance, bestimmte Bauern zu kriegen, bestimmte Chancen zu geben? Kriegt man als junges Büro dort mehr Chancen als anderswo? Nee, das glaube ich nicht. Also zumal, glaube ich, in Berlin ja eben die Konkurrenz dann größer ist, aber das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich finde es eigentlich gar nicht so. Na gut, also für andere Städte finde ich es vielleicht schon wichtig, so gibt es hier irgendwie interessante Leute auch oder interessante Architekturbüros oder so, aber generell spricht ja nichts dagegen, als Berliner Büro auch in Bayern irgendwie zu bauen. Oder also sehe ich gar nicht so, dass man sich da, also diese regionale Beschränkung sehe ich jetzt gar nicht so als Problem. Na, die Frage der Sichtbarkeit, oder? Ist ein bisschen das, was du jetzt, Martin, so ein bisschen ansprichst, wieso nicht Berlin, obwohl da eigentlich die Konkurrenz sehr groß ist. Es ist dynamischer wahrscheinlich in Berlin, also in Bayern ist es weniger dynamisch. Das nehme ich schon wahr, also weil mich auch niemand wahrnimmt. Also es ist vielleicht meine Sicht aus meiner Perspektive, aber die alten Strukturen, die sind dort sehr lang, halten sich die alten Strukturen. Und das muss man schon begreifen, denke ich. Und das ist wahrscheinlich mir auch dann klar. Oder man sieht es dann erst verzögert. Aber das lässt man so, also das Gespür dafür, das kommt dann schon ziemlich früh. Und trotzdem gibt es dann so das Thema, man muss es wagen und man muss auch was verändern. Man muss auch Teil von Veränderung sein. Aber eben, es ist schwierig, dass man da aufspringen kann auf etwas, wo du sagst, ja, es hat sich gelohnt. Super. Und das ist vielleicht dynamischer in Berlin, aber ja. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt noch einmal, weil ihr beiden jetzt nach Bayern abbogen seid, würde ich jetzt noch einmal den Sprung über die Grenze machen nach Österreich und würde jetzt ganz salopp in den Raum werfen, dass alle, die jetzt hier sitzen in Österreich, also mindestens jetzt schon so 2, 3 geladenen Wettbewerben von der öffentlichen Hand ausgeschrieben, quasi geladen wären. Das sind dann bezahlte Wettbewerbe, da gehen dann auch viele junge Büros, also die müssen sich gar nicht selber um Akquise kümmern, sondern das, was ich dann immer quasi mit weinendem Auge aus Berlin auf Österreich blicken, obwohl da auch nicht alles wahnsinnig romantisch gerade ist, aber quasi dieses Wettbewerbswesen und dieses Förderwesen, Förderung, ja. Das gibt es im deutschen Raum jetzt so gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Weil in Österreich, wie gesagt, mit alle meine Kommilitoninnen, die bauen jetzt schon den ersten Kindergarten und die werden da auch ranlassen. Nicht, weil sie vorher schon 2 Kindergärten gebaut haben. Und das ist sozusagen Teil unseres Problems, dass wir zu Fachspezialisten eigentlich getrieben und gedrängt werden. Und das funktioniert bei den Entwerfern, die hier sitzen, nicht. Weil die Möglichkeiten sind alle da. Aber es geht nicht darum, also ich glaube, das Problem ist wirklich das, dass niemand von uns eigentlich eine Wiederholung sucht. Niemand. Jeder sucht das Einzigartige, das Prototypische. Deswegen finde ich dieses Erstlingswerk-Thema eigentlich ganz gut, weil das sagt ja, das Unwiederholbare, dieses Prototypische, das ist Teil des Zugangs. Und das wiederholt sich, egal ob es das Mittelwerk oder das Spätwerk ist. Und das wirft uns aber in die Position, dass wir eben nicht aus 2 Kindergärten schöpfen können in unserem Repertoire oder eben nicht aus 3 Altersheimen, weil das gar nicht in unserem Blickfeld liegt, eigentlich so zu werden, so zu sein. Das ist ein Problem, wo unser Portfolio nie aufweisen kann. Und was soll man ändern, damit die jungen Büros eine bessere Startchance haben? Früher gab es Wettbewerbe, wo sie teilnehmen konnten, jetzt nicht mehr, weil du 3 Kindergärten vorweisen musst. Exakt. In den letzten 5 Jahren und so weiter. Exakt. Also was müsste sich ändern, damit junge Büros eine Chance haben zu überleben? Ich glaube, es ist wieder einfach der Mut zum Experiment. Und das kann einfach die öffentliche Hand sich auch leisten. Also es kann auch eben, man muss nicht 2 Kindergärten gebaut haben, um sich in die Typologie jetzt einzudenken. Genau, ja. Weil wir haben das alle irgendwo gelernt. Es gibt Bücher. Ja. Man kann, was das Beste ist, Kolleginnen fragen, die schon sowas gebaut haben.
und, was ich bei deinem Vortrag eben mitnehme, während der Bauzeit entwickelt er oder während der ganzen Projektphase entwickelt man sich mit dem Projekt mit, entwickelt Expertise. Also, aber es ist natürlich klar, es ist für die Auftraggeberseite immer ein leichtes Risiko dabei. Aber das ist, wie gesagt, Blick nach Österreich, alles handelbar. Also man kann das ja alles abfangen. Es gibt auch nicht das Null-Risiko-Bauen. Nee, das wird es ja auch nicht bei jemandem, der schon vorher zwei Kinder hat. Naja, aber es gibt auch ein anderes Risiko durch, also 0815-Architektur, die dann am Ende dabei rauskommt, ist auch ein Risiko. Also ist auch eben, das ist Null-Risiko. Ressourcen, Platz, Versiegelung, also Baukultur, das ist ein viel größeres Risiko als vielleicht das kleine Risiko, dass irgendjemand, der genau diese Aufgabe noch nicht bekommen hat, das nicht hinbekommen würde. Oder? Was würdet ihr empfehlen? Was müsste sich ändern, damit die nachfolgende Generation eine Chance hat, ein Büro zu gründen? Naja, also irgendwie mehr, klar, also mehr Vertrauen in junge Büros ist natürlich, also das ist ja im Prinzip, das äußert sich dann in so einem Wettbewerbswesen, das finde ich. Das finde ich schon, aber ich weiß nicht. Also wir haben, wenn ich dich kurz wir haben einmal alle Ämter in Berlin kontaktiert in einer spezifischen Situation unserer Büroentwicklung. Das war noch, bevor wir in der Lehre gelandet sind, und haben wirklich jedes einzelne Amt angeschrieben und haben nur einen Brief zurückbekommen. Und da ging es um eine Kita, und da konnten wir dann diese genau diese Referenz nicht bringen, nämlich die schon gebaute Kita. Und also man kann ja noch nicht mal, wenn man sich in dieser Form anbietet, kann man noch nicht mal einen Studienauftrag oder irgendwas machen. Das ist schon sehr kompliziert, an öffentliche Aufträge zu gelangen. Das ist so eine Selbsthilfegruppe hier. Ja, ja, es entartet so ein bisschen. Also bevor wir gleich ins gesellige Beisammensein beim Bierchen austauschen, vielleicht gibt es eine Frage von euch an die Protagonisten hier. Wer möchte die drei Büros dringend etwas fragen? Hände hoch, mutig. Wer will nächsten Monat aus dem Büro rausgehen? Hände hoch, nur zu. Uwe? Uwe, du hast sie ausgesucht, unsere drei. Hast du eine Frage? Na dann, würde ich sagen, gehen wir zum Bier über. Wiebke, ja. Du möchtest noch einen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch für die inspirierenden Einblicke. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei den Projekten, die ihr uns gezeigt habt, ist es wirklich unglaublich schön zu sehen, wie liebevoll ihr mit den Details umgeht. Und bei den ganzen Herausforderungen, was ihr uns gezeigt habt während dieser Bauaufgaben, die ihr habt, ist beeindruckend. Vielleicht trauen sie sich oder ihr euch jetzt im Nachgang noch Fragen zu stellen. Wir schauen natürlich auch immer ganz liebevoll, was ist verbaut, und freuen uns wahnsinnig, wenn wir Projekte sehen, wie bei Stefanie, wo Alice Cube in den Le Corbusier-Farben sogar verbaut ist. Also wenn Sie ja auch irgendwie spannende Projekte haben, wo Jung verbaut ist, schicken Sie uns die gerne zu, weil wir ja auch manchmal Referenzen veröffentlichen. Ich danke allen ganz, ganz herzlich, und wir verabschieden uns bei unseren Gästen zu Hause an den Bildschirmen. Herzlichen Dank, dass Sie heute zugeschaut haben, und wir wünschen Ihnen einen ganz wunderschönen Abend. Wir laden Sie hier, meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich, ganz herzlich ein bei einem Glas Wein und auch gleich bei dem Buffet mit uns auf die Architekturgespräche anzustoßen. Freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen, auf inspirierende Gespräche, und sagen ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie die Lanyards, also Ihre Namensschilder, nicht mit nach Hause nehmen möchten, haben wir nachher vorne eine Kiste, da können Sie die gerne rein tun. Im Sinne der Nachhaltigkeit verwenden wir die wieder. Wenn Sie einen Schlüsselanhänger mitnehmen möchten und das Band brauchen, wo Jung draufsteht, auch das dürfen Sie gerne machen. Herzlichen Dank, schön, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind. Danke. Dankeschön. Thank you.